Tag, es ist Montag und fürs Protokoll, ne? Also 10.09. die erste 2080 oder 2080 Ti, wissen Sie, ist angekommen. Direkt aus Taiwan. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Die Packung ist nämlich noch jungfräulich und gut erhalten. Also die Polsterung ist schon mal echt in Ordnung. Man kann da nicht. So, ich mach mal eben das rudimentär ab. Wahrscheinlich können wir das dann auch mal vorspulen, weil sonst gucken wir hier eine halbe Stunde zu. Ja. EVGA. Also kann man schon mal erwarten, dass das eine ganz vernünftige Karte ist. Aha. Hier steht 2080 Ti XC Ultra. Das dürfte eines der Top-Modelle sein. Schauen wir mal. Oh, die Kamera angegriffen. Nicht so gut. Also, die Luftfracht hier ist definitiv gut geschützt. Da ist hoffentlich nichts kaputt gegangen. Ist das mal eine Machete oder sowas? So, jetzt. Ich sehe sie schon. Ja, ich sehe sie auch schon. Da ist sie. Wunderschön. RTX. Ja, RTX heißt neu. Cool. Definitiv ein neues Produkt. Oh, aha, interessant. Die Packung ist so ein bisschen angelehnt an die Founders Edition Packung von Nvidia. Die kann man da nämlich so aufschieben, wenn man vorher diesen Krempel hier aufschneidet. Ich glaube, ich trinke mein neues Messerchen hier. Zack. So, also gucken wir nochmal. Ich kenne das Zeug auch nicht, deswegen, also wir sind jetzt hier alle hier direkt ohne Skript live dabei. 2080 Ti, Topmodell. Mit werkseitiger Betaktung, Custom Design und mutmaßlich noch einer Referenzplatine. Das sehen wir dann gleich. Ich hoffe, da fällt jetzt nichts. Die Ohren, da hängt sie mich irgendwo. Okay, machen wir das mal anders. Die Karte kommt gleich mit. Hab dich. So. Boah. Uiuiui, das ist ein ziemlicher Brocken. Aber gut, die 2080 Ti ist ja auch, holy moly, das ist ganz schön gut da drin. So, die 2080 Ti ist ja auch ein nahe 300 Watt Modell, kann man sagen. Also die Custom-Karten, da warte ich schon, dass da die Leistung noch ein bisschen erhöht wird. Wow, okay. Also sieht man schon, 1, 2, 3 Slots. Der Kühler ist ein bisschen weniger hoch, also das ist nicht ganz ein Triple-Slot-Design, aber da ist ja auf jeden Fall einiges an Kühlfläche vorhanden. Gut, sieht man hier nochmal, oder muss man andersrum, sieht man hier nochmal das Ti und zwei 8-polige Strombuchsen. Das heißt, da kann dann wirklich ordentlich Strom genommen werden, wenn das benötigt wird. Die TDP dieser Karte kenne ich nicht, also das dürften mehr als 250 Watt sein. Und schauen wir doch mal den Kühler an. Yep, das scheint mir jetzt ein einzelner Block zu sein, der jetzt hier auch direkt die Spannungswandler kontaktiert. Man sieht hier auch die Backplate da hinten, die hat auch ein Wärmeleitpad. Ist also nicht bloß stabilisierend. Da hat EVGA ja damals, war das glaube ich zu Superclock-Zeiten, genau, ATX 3 war, da waren die Spannungswandler teilweise ein bisschen zu warm und da haben sie angefangen mit dem ICX die Sandwich-Kühlung zu perfektionieren, sage ich mal, und haben viele Pads benutzt und jetzt ist das wirklich noch mal besser, nämlich mit Direktkontakt der Wandler. Genau, anschlussseitig, das dürfte Standard sein. Hier ist übrigens der neue Virtual Link, also für den Anschluss von kommenden VR-Headsets. Der Rest ist Standard, ne? DisplayPort, 3 Stück und einmal HDMI. Joa, das ist schon mal ganz nett. Belüftung ist nur doppelt, also hier wäre wahrscheinlich auch Platz gewesen für 3 Lüfter. Hätte man vielleicht ein bisschen länger machen müssen. Es ist aber nur doppelaxial. Das sind auf jeden Fall neue Blades hier. Mit kleinen E's drauf, wie VGA. Interessant. Cooles Design auf jeden Fall. Mal gucken, ob man noch irgendwas Schönes rausziehen kann. Gibt zumindest keine Heckanschlüsse. Ich gehe mal davon aus, dass da wieder diverse Temperatursensoren installiert sind. Also die Standardkarten haben ja bestenfalls 2. Also einen für die GPU und vielleicht auch für den Speicher. Ist aber seltener. Und ich gehe mal davon aus, dass hier wieder verteilt wurde auf die Platine. Achso, apropos.
vorhin falsch eingeschätzt. Das ist definitiv schon ein EVGA-Design, weil auf der Referenzkarte, die ich noch nicht gesehen habe, by the way, nur auf dem Nvidia-Event, steht hier Santa Clara, also Nvidia. Das heißt, die haben wir schon was gebastelt. Ist gut. Das dient der Artenvielfalt, sag ich mal. Und hier noch was dabei ist, wie gesagt, die Packung ist sehr an die Founders Edition angelehnt. Und können wir mal gucken, was da noch Cooles dabei ist. Wahrscheinlich wieder Aufkleber. Ein Installation Guide, ganz wichtig, weil es gibt ja so viele Schlitze auf dem Mainboard, da weiß man nicht genau, wo die rein muss. Hoppala. Das kann man sich aufs Gehäuse kleben, wenn man das möchte. Und hier ist noch ein HDMI auf DVI-Adapter dabei. Also Kabel. Und das war's. Stromkabel gibt es keine. Braucht man eigentlich auch nicht. Wer so eine Karte kauft, sollte eigentlich auch noch ein ordentliches Netzteil einplanen. Also hier. Die Packung wurde definitiv auch angepasst. Real-Time Raytracing ist ja das Keyword bei RTX. Ist hier noch das R. Und genau. Die anderen Geschichten, die kennen wir auch alle schon. Und die werden wir dann auch im Test genau ansehen. Ich kann leider zum aktuellen Stand nicht mehr sagen. Die Karte wird es definitiv im Test geben bei uns. Aber dann wahrscheinlich erst in der Ausgabe 11/2018. Und mal gucken, ob wir da noch einen Ersteindruck für YouTube zimmern. Tschüss. Jetzt kommt the real unboxing experience. Sie riecht auch so. Neue Hardware. Echte Nerds finden das total geil. Da schwillt einem die Hose an. Hier ist noch mehr Plastik. Alles eine Isolierschicht, Achtung. Ja, der Hinweis hier ist auch ganz wichtig, weil das schmilzt sonst fest. Nein. Jetzt ist es auch cool, da sieht man, dass der Kühler durchsichtig ist, falls es bis eben nicht aufgefallen ist. Da kann man durchgucken auf die Lamellen. Toll. Und vermutlich leuchtet auch was. Schauen wir mal im Tester. Ne? Ja, tschüss.